Okay, also das ist und alles diese Mikrofisch von Digital Equipment. In diesem Kasten sind nur Diagnoseprogramm-Listings. Also die haben für all ihren Kram haben sie Testprogramme geschrieben, die sie auch in der Produktion benutzt haben. Und wenn man repariert oder wenn man auch emuliert, muss man die unbedingt haben, weil die wirklich jeden Aspekt der Hardware durchtesten und sehr penibel sind und auch kaum Fehlernummern ausgeben, sondern immer nur Programmzähler stellen, wo was schiefgegeben ist. Und diese Programmzähler, wo ein Fehler auftritt, sagen einem nichts, wenn man nicht das Listing hat. Das ist nicht nur Programmcode, der ist exzellent dokumentiert. Also das ist unglaublich. Und die gibt es auch überwiegend nicht auf Papier, die sind noch nicht gescannt, die wurden nur als Mikrofilm vertrieben und es ist eben Top-Material. Das ist für mich die Motivation gewesen, überhaupt reinzugehen in das Geschäft. Wenn man die mal anguckt, das hier ist so das Gerät AAF01, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so ein analog-digitaler Peripheriekram. Dann steht hier das Programm, hier ein bisschen, was das Gerät ist und hier die Dokumentennummer von Digital. Und das sind diese sogenannten Metadaten von so einem Fisch, die muss ich jetzt erstmal überhaupt erfassen. Das hier ist die große Steuersoftware, die ich geschrieben habe. Der erste Schritt ist, dass ich das jetzt hier mal eingebe. Oben sind so Kopfdaten, die stimmen jetzt schon. Also zum Beispiel, von wem ich diese Kiste habe, dass man den Rücklink hat auf die Originalquelle von diesen Kästen. Kai Bittner hat zum Beispiel auch welche. Jeder hat welche und man muss natürlich schreiben, wo man die her hatte. Jetzt ist hier so das Interessante. Das Gerät hieß jetzt AAF01A. Test heißt Analog Output Diag. Und das muss man einfach machen, denn man sitzt später, sitzt man dann in 300 oder 400 Fischen und dann sind die eigentlich zwar digitalisiert, aber nirgendwo einordnen. Man kann sie nirgendwo mehr einordnen. Package ID ist. Film läuft, Ton ab. Diese Steuersoftware, die unterstützt mich auch bei diesem ganzen Workflow, also dem Erfassen, dem Gucken, ob es das im Internet schon gibt, dem Foto von diesem Fisch selber für die Dokumentation und dann schließlich am Schluss die Einstellung und Bedienung von dieser Scananlage. Wir haben jetzt die Daten erfasst. Jetzt, das überspringe ich hier. Ich muss auf meiner Festplatte einen Spiegel haben von diesen großen Internetarchiven, habe ich zu Hause so ein paar hundert Gigabyte und dann kann ich sagen, ich will diese ganzen Dateien nach bestimmten Feldern aus diesem Kopf hier durchsuchen. Kann ich hier auswählen oder auch nicht und dann drücke ich hier auf. Okay. Das nächste, das Foto von diesem Ding, von dem Fisch insgesamt, finde ich auch recht wichtig, weil es ist ja auch ein Artefakt. Es geht nicht nur um das, was auf dem hier drauf digitalisiert ist, sondern um dieses Artefakt selber, um das Fisch. Und dazu habe ich diesen kleinen Scanner hier gekauft. Das ist ein A6-Scanner. Der kommt so aus dem Hotelierbereich. Da kann man so eigentlich so Führerscheine und Personalausweise am Tresen einscannen. Und das ist genau, was wir hier brauchen. Also ich versuche mal, ob das klappt. Wenn nicht, dann lassen wir das. Das ist ein Acquire vom Scanner. Na, will er nicht. Ach doch, ja, hier. Scannen. So. Und das ist jetzt, das Okay, gebe ich dann dazu. eingescannt. Genau. Jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil. Jetzt
wird nämlich dieses Ding hier, das Fisch wird hier in diesen Scanner eingelegt. Ich habe mir hier so extra so kleine Edding-Marken gemalt, damit das einigermaßen gerade ist. So, jetzt ist es hier drin. Jetzt muss ich diesen Scanner erstmal seine Nullposition finden lassen. Das ist hier dieser Home-Button. Drück den mal. So, jetzt passiert Jens darüber. Geht er in seine Eckanschläge und du siehst auch hier unten, wie er seinen Näherungssensor benutzt. Wenn du mal ganz tief, dieser Stift ist jetzt rausgekommen und jetzt fängt er den auf die Glasplatte ab. Er macht das zweimal. So, und jetzt ist er genullt. Und diese Canon-Kamera, die ich als Bildgeber benutze hier, das ist ja so eine kommerzielle ältere Canon EOS, das ist eine 500D, die ist jetzt locker 10 Jahre alt. Die wird ja von so einer Canon-Software ferngesteuert. Also hier sieht man hier die Fernsteuersoftware, wie Canon sie gibt, und hier sehe ich jetzt das Live-Bild der Kamera. Und ich muss jetzt von dem Mikrofisch so ein paar Eckpunkte anfahren und scharf stellen, damit ich weiß, wie das auf dem Schlitten liegt und auch wie der Fokus einzustellen ist. Und das ist jetzt... Also man sieht, dass das erste kommt schon so ein bisschen ins Bild. Ich muss das mal ein bisschen nebeneinander machen, dass man die beide sieht. Und jetzt kann ich hier mit den Cursor-Tasten reinfahren. Genau. Man sieht jetzt, wie auch der Positionierkopf sich da immer bewegt. Und jetzt mache ich mal den Fokus scharf. Wenn du mal herkommst, Jens. Jetzt stelle ich es hier immer schärfer. Und diese Software hat hier auch eine Lupenfunktion. Das ist irgendwie ziemlich schlierig. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Das ist wahrscheinlich die Beleuchtung. Ein bisschen rauschen. Ja, aber es hat auch so einen Schatten. Ich gehe mal auf eine andere Stelle, auf die Mitte von dem Fisch. Also man muss dazu sagen, die sind auch wirklich von mieser Qualität, diese Mikrofilme. Die sind auch schlampig gemacht. Die sind in der Regel ein bisschen unscharf sowieso. Mhm. Okay, so jetzt sage ich mal, das erste ist scharf und es ist auch positioniert. Jetzt setze ich diesen ersten Referenzpunkt. Jetzt gehe ich mal auf so einen zweiten. Da sieht man schon, der kraut mir nach unten ab. Den fahre ich jetzt wieder hoch. Den stelle ich mir jetzt auch scharf ein. Oh ja, der ist schon gut geworden. Den kann ich jetzt auch machen. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit, bis ich die vier Punkte habe. Und das ist jetzt so der eigentlich schwierige händische Schritt da dran. Also der Zeit und Geschick braucht, dieses... Du kannst jetzt eigentlich auch eine Pause machen, während ich das mache. Oh, ja, das ist jetzt zum Beispiel mega scharf. Guck mal, das ist jetzt eine andere Stelle auf dem Mikrofisch und das ist mega scharf. Das ist nicht mehr so überstrahlt. Ne? Mhm. Man sieht auch, wie super empfindlich diese Anlage gegen Vibrationen ist. Ne? Ich haue hier einfach mal so auf den Tisch und durch den Boden, obwohl das ein anderer Tisch ist, durch den Holzboden geht es auf den Aufbau. Also man muss wirklich
in so einem Raum kann man das eigentlich gar nicht betreiben. Mhm. Ne? Verstehe. In so alten Fachwerkhäusern, das geht gar nicht. Mhm. Moderner Betonbau ist eine ganz andere Nummer. Also ich habe jetzt hier diese große Kalibriertaste gedrückt und ab jetzt kann ich diesen Fischschlitten mit logischen Seitenkoordinaten anfahren. Und ich habe so eine Testfunktion gemacht. Er würfelt jetzt irgendeine Position aus. Also 6,0 heißt x ist 6 und es ist die oberste Zeile auf dem Fisch. Und jetzt sage ich, fahre das an und man sieht, zack, er ist genau, das ist zentriert. Mhm. Und ich mache jetzt eine andere Koordinate. Jetzt fährt er die an und er ist wieder genau zentriert, obwohl das Fisch gedreht liegt da drauf. Und die sind auch alle scharf, weil er den Fokus, der sich ja auch über die Ebene ständig ändert, weil der Tisch ist schief und dieser alte 3D-Drucker ist schief. Also der Fokus ist auch jedes Mal in Ordnung. Das ist also eine ganz wichtige Kontrollfunktion. Okay, genug geredet. Kommen wir mal zum großen Endscan. Hier ist jetzt so ein Abbild dieses Fischs. Ich weiß, das ist ein 16x13. Ich kann hier oben die Größe eingeben und dann kann ich hier markieren, welche ich überhaupt gescannt haben will. Mhm. Ich kann ja mal so ein unvollständiges daneben halten. Hier zum Beispiel. Manche sehen so aus. Da ist beinahe nichts drauf, ne? Mhm. Und da will man natürlich nur aus Zeitgründen da die ersten 2,5 Spalten scannen und nicht all diese Leerpositionen. Mhm. Und das könnte ich jetzt praktisch hier sagen, deselect all, und dann könnte ich hier so mit der Maus das markieren. Aber was wir jetzt da drin haben, das ist durchgängig belegt gewesen, weil es eben das erste von einem zweiteiligen Fisch ist. Da ist natürlich jede Dokumentseite belegt. Ja, und jetzt mache ich das einfach. Okay, Auto ran. Man hört schon dieses Doppelauslösen, ne? Spiegel hoch, Wartepause und dann erst abschießen. Die lange Pause ist dann wirklich auch die Belichtung. Ne? Also man muss hier auch schon Ruhe halten. So, noch zwei. Aha. So, und jetzt kommt es gleich. Jetzt kommt es.